Du hast eine Reha bei der deutschen Rentenversicherung absolviert und bist mit dem Entlassungsbericht nicht zufrieden. Sind die gesundheitlichen Angaben falsch dargestellt? Musst du jetzt in die Erwerbsminderungsrente? Oder andersherum, wolltest du gerne eine Rente beziehen, hast aber jetzt durch den Entlassungsbericht keine Chance mehr darauf? Genau darum geht es in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen beim SoVD Schleswig-Holstein und ich bin Christian Schulz. Zu uns zum SoVD Schleswig-Holstein kommen wirklich oft Menschen, die überhaupt nicht mit dem Entlassungsbericht aus der Reha bei der deutschen Rentenversicherung zufrieden sind. Ganz häufig ist es auch so, dass die Reha überhaupt nicht freiwillig beantragt worden ist, sondern dass die Krankenkasse im Voraus die betroffenen Patienten dazu aufgefordert oder sogar gedrängt hat, diese Reha zu beantragen. Ob und unter welchen Umständen die Krankenkasse das tatsächlich darf, das haben wir in einem eigenen Video erklärt. Und wie auch immer du jetzt in dieser Reha gelandet bist, am Ende so einer Maßnahme gibt es immer einen Entlassungsbericht. Da steht dann drin, wie die gesundheitliche Situation aussieht und vor allem auch, wie es um dein sogenanntes Restleistungsvermögen bestellt ist. Das heißt, wie viel und überhaupt kannst du noch in deinem aktuellen Job arbeiten und auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt? Und genau mit dieser Prognose oder Einschätzung sind dann sehr viele Menschen überhaupt nicht zufrieden. Stell dir mal vor, du bist lange krank, willst aber noch eine Weile abwarten und hast auch das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen besser wird, um dann später wieder in deinen Job zurückzukehren. Und jetzt steht in diesem Entlassungsbericht der Reha, dass du unter 3 Stunden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeitsfähig bist. Das heißt, du bist reif für die Erwerbsminderungsrente und musst jetzt auch so eine Rente beziehen. Oder du laborierst schon sehr lange an einer Erkrankung und siehst die Erwerbsminderungsrente so ein bisschen als letzte Hoffnung und auch deine Ärzte bestärken dich darin, dass du in der Rente besser aufgehoben wärst. Und jetzt steht eben in diesem Entlassungsbericht, dass du vielleicht sogar noch vollschichtig arbeitsfähig bist. Normalerweise läuft das im Sozialrecht ja so. Wenn du mit einer Entscheidung von irgendeiner Behörde nicht einverstanden bist, zum Beispiel beim Schwerbehindertenausweis, dann hast du die Möglichkeit, innerhalb eines Monats einen Widerspruch einzulegen. Klar, den musst du natürlich begründen, aber grundsätzlich geht es dann darum, dass dir die Chance eröffnet wird, dass die ganze Entscheidung jetzt nochmal überprüft wird. Und auch wenn dieser Widerspruch jetzt wieder abgelehnt wird, dann heißt das noch nicht, dass alles verloren ist, sondern selbst dann könntest du noch am Sozialgericht klagen und damit nochmal erwirken, dass man sich das nochmal genauer anschaut. Du siehst also, wenn du im Sozialrecht mit irgendetwas nicht einverstanden bist, dann stehen dir ganz geeignete Mittel zu, diese Entscheidungen zu hinterfragen. Und mit ein bisschen Glück und wenn dein Einwand wirklich berechtigt ist, dann hast du wirklich die Chance, dass du noch nachträglich zu deinem Recht kommst. Das geht leider nicht beim Entlassungsbericht, weil dieser Entlassungsbericht keinen Bescheid darstellt. Es ist also kein Verwaltungsakt. Und gegen so einen Bericht allein kannst du eben auch nicht in Widerspruch gehen. Das ist erstmal keine gute Nachricht. Du kannst also nicht mit dem üblichen Besteck des Sozialrechts gegen diese Entscheidung vorgehen. Aber welche Möglichkeiten hast du darüber hinaus? In so einer Situation empfehlen wir vom Sozialverband, dass du der Rentenversicherung eine schriftliche Stellungnahme zukommen lässt. Da kannst du also aus deiner Sicht nochmal schildern, wie deine gesundheitliche Situation wirklich aussieht, dass in dem Bericht Fehler gemacht worden sind. Und diese Argumente musst du aber natürlich auch unterfüttern mit Beweisen und die wiederum bekommst du aus den Berichten deiner eigenen Ärzte. Was in diesen sogenannten Befundberichten drinstehen muss, auch darüber habe ich schon mal ein eigenes Video gemacht. Schau dir das gern dazu auch nochmal an. Über diesen Umweg hast du jetzt eben die Möglichkeit, dass doch nochmal jemand auf den Entlassungsbericht schaut und dass der in den Akten auch mit Zusätzen versehen werden kann, also zum Beispiel mit den Berichten deiner Ärzte. Wenn an der ganzen Entscheidung aber jetzt auch noch andere schwierige Entscheidungen dranhängen, also zum Beispiel, dass das Krankengeld jetzt mit der Rentenmöglichkeit abgeschaltet werden könnte, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, dass du dich so schnell wie möglich von einem Profi beraten lässt, zum Beispiel beim SoVD.
Ein weiteres Nadelöhr am Ende des Krankengeldes ist die Prüfung der sogenannten Nahtlosigkeit. Da wird nämlich geguckt, ob du überhaupt jetzt weiterhin Geld bekommst, wenn das Krankengeld ausgelaufen ist. Auch darüber habe ich ein eigenes Video gemacht, das solltest du dir unbedingt einmal anschauen. Für heute war's das. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage ciao und bis bald.